Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls Online. Ich bin's wieder, euer Paddy. Hier mit meinem neuen Reittier und meinem Begleiter. Ich zeige euch mal kurz. Also hier auf jeden Fall das Reittier und hier der süße kleine Löwe. Ist er nicht goldig, oder? Konnte ich nicht widerstehen. Habe ich mir jetzt alles geholt. Und heute möchten wir hier an dieser Riesenspinne... Ich muss mal ganz kurz was umstellen. Geht gleich los. Moment. Zack, zack und zack. Gut. Ja, heute wollen wir an dieser Riesenspinne hier vorbeireiten. Und die nächsten Quests machen. Ich glaube aber, die waren nicht hier gewesen. Kommen auch hier rüber lang. Ich muss mal ganz kurz schauen... Ja, doch hier gewesen. Einmal hier drüber. Gucken wir mal hier. Hier müsste es ungefähr sein. Ja gut, auch über der Brücke. Wir nehmen den anderen Weg. Schön übers Wasser. Ah, ist mein schönes Reittier weg. Zack, da ist er wieder. So. Und jetzt auf zum Quest. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Zack, und schon sind wir drin. Schauen wir mal, wo ist er? Ihr seid neu in der Stadt, nicht wahr? Ja, ansonsten würde ich euer Gesicht kennen. Was führt euch nach Suran? Seid ihr hier, um einen Rundgang über unsere idyllischen Plantagen zu machen? Wollt ihr unseren Redoran-Wein probieren? Oder sucht ihr nach etwas Anregenderem? Was meint ihr mit Anregendem? Schauen wir mal. Wie ein erlesener Edelstein hat Suran viele Facetten, viele Ecken. Eigentlich haben wir etwas für jeden. Wollt ihr euren Geist erweitern? Ich kann euch jemanden empfehlen, der euch da helfen kann. Oder sucht ihr nach jemandem, der euch das Bett wärmt? Dafür kann ich auch jemanden empfehlen. Wie wäre es damit, mich mal einen Blick ins Gefängnis von Suran riskieren zu lassen? Das würde mir eher gefallen. Faszinierend. Die meisten Leute kommen zu mir, um mich zu fragen, wie man jemanden aus dem Gefängnis herausholt und nicht, wie man jemanden hineinbekommt. Die Treppe runter findet ihr einen betrunkenen Konstabler, der euch nützlich sein kann. Sagt Kren nur unbedingt, dass ich euch geschickt habe. Wir beide haben eine Vereinbarung. Ich weiß bereits von Kren. Habt ihr noch andere Ideen, die vielleicht helfen könnten? Oh, ihr seid gut informiert. Das gefällt mir. Ich kann euch sagen, dass Konstabler Mirel vor ein paar Tagen verschwunden ist. Es heißt, er wäre ein paar Skoma-Händlern unten in Mazinch in die Quere gekommen. Mirel hatte einen Schlüssel zum Gefängnis. Findet Mirel. Vielleicht könnt ihr den Schlüssel von ihm ausleihen. Warum helft ihr mir? Vielleicht gefallen mir eure wunderschönen Augen so sehr. Oder vielleicht hasse ich Marshal Hellaren auch nur genug, um ihr das Leben schwer machen zu wollen. Eure Wahl. Oh, und wenn ihr eure Meinung in Sachen Unterhaltung ändert, wendet euch einfach an mich. Ich mache euch ein hervorragendes Angebot. Ich nehme das mit meinen schönen Augen. Das hat mir besser gefallen. So. Schauen wir mal weiter. So, eine schöne Sängerin hier. Gehen wir mal nach unten zum Konstabler. Ich träge hier, verpisst euch, Fella. Ich habe gehört, dass man mit euch reden sollte, wenn man einen Rundgang durch Surans Gefängnis machen möchte. Naja, nicht sehr freundlich, ne? Wer hat euch das nur wieder erzählt? Ich bin ein hochdekorierter Konstabler Surans. Und kein verdammter Fremdenführer. Denn fort mit euch. Oder ihr lernt doch noch eine Zelle von innen kennen. Hey, ich kann bezahlen immerhin, oder? Oh, könnt ihr? Nun, dann sprechen wir ja über etwas vollkommen anderes. Wenn ihr das Geld dazu habt, kann ich euch gerne mal einen Blick hineinwerfen lassen. Also, was sagt ihr?
Seid ihr bereit, der städtischen Konstablerei etwas zu spenden? Na, so klingt das doch schon besser. Wie wär's mit 90? Oh ja, das ist sogar eine sehr große Hilfe. Ihr gehört zur großzügigen Sorte und wir lieben Großzügigkeit hier in Suran. Ihr könnt euch jederzeit gerne umsehen. Mit diesem Schlüssel gelangt ihr hinein. Falls jemand fragt, dann sagt einfach, ihr hättet ihn im Rinnstein gefunden. Es wäre nicht das erste Mal. Na toll. Na gut, vielen Dank für den Schlüssel. Jetzt kommen wir zumindest illegal in den Kerker rein, ins Gefängnis rein. Ansonsten haben wir hier irgendwas Nettes. Nur was zum Kochen. Eine Herdplatte? Ne, braucht man nicht. Also so ein Ofen. Gehen mal weiter. Was haben wir hier? Können wir uns so hinsetzen? Schön gesungen, wirklich. Applaus, wirklich. Doch, doch, muss man schon mal loben, ja? Wir gehen aber jetzt raus. Und schauen mal, wie wir jetzt zu dem Kerker gelangen können. So, mit unserem Riesenwolf geht's wieder los. Einmal hier lang. Hintergrund seht ihr nur den Vulkan, wie er ausbricht. Komm, hab dich nicht so. Du sitzt auf einem Wolf. Du kannst dich gar nicht verletzen. Ihr auch noch? Das ist doch lächerlich. Verzeiht, Hilenra, aber meine Frau will zu einem richtigen Magier. Unbefugtes Eindringen. Ihr seid unbefugt in einen geschützten Bereich eingedrungen. Wenn wir jetzt Aufsehen erwecken, werden die Wachen uns natürlich angreifen, weil wir dürfen hier nicht drinne sein. Und ich habe immer so ein Problem mit dem leise sein. Mal sehen, ob ich es diesmal hinbekomme. Noch ist keiner da. Guck mal, was haben wir hier Schönes? Unterlagen, aber nicht wirklich was mir weiterhilft. Gucken wir weiter. Nee. Guck mal, nee, im Stehen sieht's ja auch nicht wirklich was. Wachen sind ja gerade nicht da. Gehen wir mal hier rüber. Nee, das nur ein Schreibtisch, der leer. Oh, 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 nein, nein, nein. Ah, schon entdeckt worden. Auf ihn! Ich hoffe, dass wir nicht so auffallen. So, wir nehmen gleich alles mit. Sei leise! Oh! Na gut, da ist schon der Nächste auf uns aufmerksam geworden. Also sag ja, mit dem leise sein, da hab's noch so meine Probleme. Aber ist nicht so schlimm. Die gehen eigentlich noch. Gravierendes Muscheltablett. Okay. Was haben wir noch Schönes? Hier haben wir eine schöne Bank, setzen wir uns kurz hin. Ah, schön. Ja, viele, viele Bücher. Also das ist mir schon im Anfangsteil aufgefallen. Aber die werde ich nicht alle vorlesen. Dunkle Elfen von Herz. Heilung Zeugen Teil 2. Geflügelfleisch haben sie hier schön. Und frischen Fisch. Ne, den will ich nicht. Wenn der an so einem Holzschrank hängt, wer weiß, wie lange der schon da drin ist. Da Behindus, die allein. Wie die Yokudaner die Sterne verfolgten. Naja. Wir schleichen uns mal weiter rein ins Gefängnis. Keiner da. Bis jetzt nur von den oberen Soldaten entdeckt wurden. Die anderen scheinen uns noch nicht bemerkt zu haben. Diesmal bin ich vorsichtig, ja? Dass man mich zumindest nicht hier in dem unteren Bereich entdeckt.
Ich hoffe, sie sehen meinen Gehilfen nicht. Es geht, der scheint wieder da vorne nur zu hängen. Ach no, Handseife, sah aus wie Käse. Ja, hier haben wir nichts. Das Lied von Pelanial. Ah, hier haben wir Bogen. Vielleicht können wir den ja verkaufen. Ich würde mal mitnehmen. Kleiner Löwe, was machst du auf diesem Waffenregal? Geh mal da schön runter. Da ist er ja. Ah, meine Freundin. Wie ich sehe, hat Konstabler Gretka euch gefunden. Bitte verzeiht mir, dass ich nicht aufstehe. Die Schergen des Marschalls haben mir gleich nach meiner Ankunft die Knie gebrochen. Au! Es freut mich, euch zu treffen. Von Angesicht zu Angesicht. Ich wünschte nur, es wäre unter besseren Umständen. Ihr seid also der scharlachrote Ritter, Richter. Mit gebrochenen Beinen. Einer von ihnen. Die Bewohner Wadenfels sehen den Richter als unsterblichen Wächter. Doch in Wahrheit haben schon viele Krieger sein Ornat getragen. Ich bin nur der bislang Letzte. Aber diese Knie... Ich fürchte, meine Tage als Held sind vorbei. Es wird Zeit, den Mantel weiterzureichen. An wen? An euch natürlich. Nun tut nicht so überrascht. Ihr habt euch als fähige Kriegerin und Freundin der Schwachen und Unterdrückten erwiesen. Wadenfell braucht einen scharlachroten Richter. Ich kann mir niemand würdigeren vorstellen. Leider ist mein Ornat nicht mehr hier. Wo ist euer Kostüm jetzt? Und ich? Ui, ich als... Gefängnisleiter Libo. Der Aufseher dieses Gefängnisses nahm es als Trophäe an sich. Während sie mich hier vernommen haben, habe ich ihn einen Jagdausflug an den Nabiersee erwähnen hören. Findet Libo und ihr findet das Ornat des Richters. Sobald ihr die Kapuze tragt, sucht ihr Konstabler Gretka auf. Meint ihr, ihr könnt laufen? Ich könnte versuchen, euch hier rauszuholen. Das wäre auch kein Problem für mich. Also, wenn es geht. Mit gebrochenen Füßen, Knien. Eine beherzte und heldenhafte Rettung. Für gewöhnlich würde ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, aber... Nein, meine Freundin. Einen Krüppel hier rauszuschleppen erhöht nur die Chance, dass ihr gefangen genommen werdet. Eure Mission ist zu wichtig. Solange ich hier bin, wird Laren nicht sonderlich wachsam sein. Nun gut, werdet ihr in der Zwischenzeit zurechtkommen. Und ja, auch mit den... Zweifelsohne wartet wohl noch mehr Folter auf mich. Ich bin nicht so töricht, ernsthaft zu glauben, dass ich mein Schweigen niemals brechen werde. Aber ich bin mir sicher, dass ich durchhalten kann, bis ihr mein Ornat geborgen und euch um Laren gekümmert habt. Ich werde überleben. Konzentriert ihr euch darauf, diesen Kampf zu beenden? Vor allem, was für Schmerzen das sein müssen. Ihr seid also nicht der scharlachrote Richter? Ich bin enttäuscht. Bin ich nicht. Für die Bewohner Wadenfels ist der scharlachrote Richter eine Legende. Übernatürlich. Er kann überall und jederzeit auftauchen oder sogar an mehreren Orten gleichzeitig. Sie halten es für Hexerei. Natürlich ist die Wahrheit wesentlich simpler. Ja, logisch. Es gibt mehr als eine Person, die sich als scharlachroter Richter verkleidet. Deswegen kann er auch an vielen Orten sein. Ah, genau. Wir sind eine kleine und facettenreiche Gruppe. Wenn das Alter oder Verletzungen uns zu übermannen drohen, geben wir das Ornat weiter. Ich wurde von der legendären Erwohner Ules unterwiesen. Sie hat die Leute von Morrowind mehr als 40 Jahre lang beschützt. 12 davon kämpften wir zusammen. Wo ist diese Avenua jetzt? Meint ihr, sie könnte helfen? Avona. Leider verstarb sie vor einigen Jahren. Eine vergiftete Klinge. Es war eine dunkle Zeit. Während sie im Sterben lag, trug sie mir auf, die Hilflosen zu schützen, so wie ich es nun euch auftrage. Der scharlachrote Richter kämpft weiter. Halte durch, mein Freund. Halte wirklich durch. Wir versuchen, hier das Beste draus zu machen aus der Lage. Auch wenn ich ihn gerne hier aus dem Kerker rausholen will, aber er hatte ja schon recht. Ich glaube, das würde auffallen. Mit gebrochenen Knien zu flüchten und das lautlos, das klingt, ja, nach einem Ding der Unmöglichkeit. Auch wenn das sehr gemein ist. Au, au, au. Da zieht sich mir alles hoch. Das ist so.
Okay, weiter geht's. So, wir versuchen jetzt erstmal wieder still und heimlich rauszukommen. Aber bei den Geschichten, die ich jetzt gehört habe, tut's mir noch nicht mal leid, dass ich die Soldaten da oben erstmal weggehauen habe. Haben sie verdient, jemanden die Knie zu brechen, ehrlich. Was ist das für ein Verhalten? Grotesk. So, drehst du dich bitte um, ich möchte weitergehen. Na gut, er hat mich nicht gesehen. Alter! Hat die mich erschreckt? Geht ja aber gar nicht. Ich habe jetzt so auf den hinteren geachtet. Wir gehen jetzt raus hier. Mir reicht's. Ich gehe. Was? Ich wollte doch nur gehen. Ach, komm schon, los. Nimm das, du Schurke. Jawohl. Hat geklappt. 6 Gold, Mondzucker-Kaubox. Okay. Nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Und jetzt raus hier. Kopfgeld beeindringen. Eindringen. Auf ihr euch wurde ein noch? Kopfgeld das ausgesetzt, da ihr beim Begehen von Verbrechen Zeit, beobachtet aber wurde. Meine Frau will zu einem richtigen Magier. Jetzt müssen wir gucken, dass wir ja nicht entdeckt werden, bis das ausläuft. Da geht ein weiterer Patient, der mich schon seit Jahren kennt. Keine richtige Magierin, sagen sie. So ein Unfug bei Weg. Wenn ich diesen Halunken aus Sommersend in die Finger kriege, drehe ich ihm den dürren goldenen Hals um. Bleiben Sie ruhig, was ist denn los? Ich muss dabei zuschauen, wie mein Geschäft den Bach runtergeht. Früher kamen die Leute zu mir, wenn es um die Behandlung ihrer Kinder und das Heilen ihrer Verletzungen ging. Aber jetzt höre ich nur noch Menaldinion dies und Menaldinion das. Verdammter Gildenlakai. Er hängt sogar Schilder auf, die meine Arbeit schlecht machen. Warum sollte ein Zaubermeister der Magiergilde versuchen, euch die Kunden zu stehlen? Klingt irgendwie absurd. Der Schwachkopf sagt, ich wäre nicht mal eine Magierin. Aber das bin ich. Ich liebe eben nur die Alchemie. Er meint wohl, man kann hier eine Menge Geld verdienen, dieser Narr. Wenn ich ihn in die Finger kriege, werde ich... Verzeiht, das ist nur mein dunkelelfisches Temperament. Es ist eben bloß so, dass dieses Geschäft mein Leben ist. Vielleicht könnte ich mit ihm sprechen. Womöglich ist es ja nur ein Missverständnis, was zwischen euch beiden da aufgetaucht ist. So als Vermittler. Vielen Dank für eure Hilfe, Sera. Ehrlich gesagt bedeutet mir das viel. Der Name des Strolchs lautet Menaldinion. Ihr findet ihn in seinem neuen Geschäft, der schicken Hochelfenpraxis etwas südlich von hier. Könnt ihr mir mehr über Menaldinion erzählen? Oh, anfangs war er die Freundlichkeit in Person. Er lud mich zum Tee ein, erkundigte sich nach meinen Geschäften und kaufte sogar eine Ausgabe meines neuesten Buchs. Tee und Kräutermischung gegen Schmerzen und Beschwerden. Ich fasse es nicht, dass ich darauf hereingefallen bin. Meint ihr, er wird sich entschuldigen und diese Plakate abnehmen? Möglich wär's doch, oder? Also... Ich bezweifle es. Aber meine Mutter hat mir beigebracht, dass man Leuten stets die Chance einräumen muss, Wiedergutmachung zu leisten. Das beruhigt nämlich das Gewissen, sobald man irgendwann grausam Rache geübt hat. Meine Mutter war eine äußerst facettenreiche Person. Ja, wahre Worte zum Teil. Das sind ziemlich düstere Worte für eine Heilerin, die ja eigentlich helfen soll. Was? Heilerinnen dürfen es also nicht hin und wieder jemanden ein bisschen heimzahlen? Ich bin eine Dunkelelfin. Düstere Worte sind die Amtssprache von Morrowind und Rache ist unser Nationalsport. Aber es ist eine Schande. Er ist wirklich ziemlich nett anzuschauen. Für einen Altmer. Aber ihr sagtet doch, ihr seid eine Talwani-Magierin. Was jetzt mit Heilerin zu tun, also? Das bin ich. Noch dazu von recht hohem Rang. Überrascht? Ja. Nicht alle Talwani-Magier verstecken sich in einem Pilz. Viele von uns schätzen die Gesellschaft unserer Nachbarn, bis sie uns für irgendwelche unerträglichen Gockel von der Magiergilde verlassen. Was brachte euch zum Studium der Alchemie? Die Alchemie lehrt uns den verborgenen Wert alltäglicher Dinge. Sie verwandelt das Gewöhnliche in das Besondere.
Die Leute laufen die ganze Zeit über Wunder hinweg. Pilze können einen Husten lindern, Gräser Wunden schließen. Die Alchemie zieht ihre Kraft aus den einfachen Dingen. Naja, wir lassen sie erstmal in Ruhe. Eine wütende Heilerin, / Dunkelelfin, / Magierin hohen Ranges sehen wir hier. So. Da drüben ist noch eine Tafel, da könnten wir ein Quest weiter annehmen. Aber ich würde gerne den Quest mit dem Kerker machen. Genau, der scharlachrote Richter. Wir gehen einfach mal hier durch. Halt! Was? Ich finde, wir sollten Verbrecher gleich bei der ersten Sichtung hinrichten. Aber mein Hauptmann erlaubt uns das einfach nicht. Ich möchte euer Kopfgeld. Ich werde das Kopfgeld nicht bezahlen. Das sollte einfach sein. Ja, das werden wir ja sehen. Dir werde ich zeigen. Oh je. Oh je. Oh je. Ein einflussreicher Soldat. Aua, aua, aua. Es tut mir leid. Geh weg. Geh weg. Oh je. Ja. Leider. Nicht geschafft. Aber jetzt haben wir unsere Strafe beglichen. Ich würde auch sagen, ich beende das erstmal an dieser Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich glaube, jetzt macht er nichts mehr. Genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch und sag schon mal bis dahin, euer Paddy mit Schmerzenauer. Und ciao.